wunderschönen guten Morgen an Tag 2. Das Wetter geht so, aber es ist schön warm. Und ja, ich habe gerade mit der Drohne gefilmt. Aber das Boot bewegt sich ja. Und beim Start war das schon so, wow, das Boot bewegt sich ziemlich schnell. Bei der Landung war das natürlich nochmal eine andere Nummer. Im Endeffekt, die Drohne ist noch da. Sie lädt auch schon. Ja. Sagen wir mal so, ein Propeller ist leicht beschädigt. Aber sie ist noch da. Und lieber ein Propeller kaputt, als die Drohne weg. Wir fahren jetzt noch circa 20 Minuten mit dem Boot und dann ist der erste Stopp. Und dann gibt es noch ein bisschen Relax-Time. Wir werden wieder abgeholt, also wir fahren mit dem Schiff wieder zurück und dann schauen wir mal, dass wir heute noch nach Hanoi zurückkommen. Und dank Image Stabilization Shaker das Bild auch nicht, obwohl ich leicht zitter. Adrenalin ist was Feines. Nach ungefähr 3 Minuten Bootsfahrt, natürlich mit Schwimmweste, sind wir jetzt auf Katwa Island angekommen und steigen in den Bus. Ist ja überhaupt nicht durchorganisiert hier, gar nicht. Der große Bus war nicht für uns. Wir nehmen den rein. Wir haben vorher noch ein paar Fotos gemacht von dieser wunderschönen Bucht hier. Guten Tag. Ja, genau. Alle Flecken sind die Zunge. Bouncy Ride mit ganz vielen Moskitos, aber wir haben irgendwie 5 oder 6 erlegt. Jetzt sind wir jetzt angekommen. Wir gehen raus aus dem Bus. Zum nächsten Event. Rein in den Dschungel. At the walls, why me though? Why you answer my call? It's like I know that I've been working and stressing, but after all this, it still feels like a blessing. They trying to love me, it's hard just to let them. 'Cause once they rock with me, I never forget them. When I woke up this morning, I looked into the mirror. Things are far from perfect, but the picture's getting clearer. Ab geht's in Hospital Cay, so heißt das hier. Und warum der so heißt, wird er uns später erzählen. On a Sunday, I woke up this morning, I looked into the mirror. Things are far from perfect, but the picture's getting clearer. My pockets are in fact, my future isn't late. At least I'm still here on a Sunday. Okay, das ist hier praktisch ein Krankenhaus gewesen im Vietnamkrieg im Berg rein. Hier hinten sieht man den Eingang, das ist einfach nur ein Lochenberg. Auf der anderen Seite ist eine Tür. In jedem Haus in Vietnam. Auch hier ein kleiner Altar. Rein geht's durch eine vietnamesische Tür. Ich glaube, ich muss den Kopf einziehen. Nur ein bisschen. Security Room. Mit dem Bett. Krass. Denkt man nicht. Riesen. Ja, Bunker.
the merry-go-round. Geht weiter. Also, man geht hier irgendwie rauf. Und dann geht's über mal eine Treppe hoch. Dann haben wir hier einfach mal eine riesige Halle. I'll always be a child at the bone. See, when I was a kid, I'd be staring at PBS or playing tag at recess. Really, no need to de-stress. Can get whatever I want with just a simple request. Play in the park with no rest and come home feeling refreshed. Life is a gift and I saw it as a blessing. Whenever I went wrong, we move on and learn a lesson. I never felt the need to take a hit or blow the resin. But now the feeling's gone as if God was just messing. And things have changed now that I'm 17. I start to realize that people aren't evergreen. Start to question how and why we disagree and why we're so mean. I'm wondering why so few people have had a dream. And I'm wishing that it would just all slow down. I'm just trying to forget all that I know now. That's why I breathe in. Angekommen wieder im Hafen. Nach einer 10-minütigen Speedbootfahrt sind wir jetzt wieder ready to go to Hanoi. War schön. Landschaft schön, Wetter okay, warm, aber kaum Sonne, aber das macht ja nichts. Und ein sehr eng getakteter Zeitplan, aber sehr gut organisiert und auch hervorragend vom Essen und auch vom Getränke-Service her. Kann man echt nicht sagen. Letzter Stopp der Halongbucht-Tour. War nicht ganz die Halongbucht, aber ist halt so. Kleine Bucht nebenan, die nicht so voll ist mit Schiffen. Und es schaut ja alles gleich aus. Wir sind hier wieder an einem Rastplatz. Da, wo es gestern losgegangen ist, ist heute der Rastplatz wieder dabei. Aber unser Busfahrer ist mal wach, checkt den Bus, immer wieder anhalten, fährt nicht Schlangenlinien, telefoniert nicht nebenbei. Ist anscheinend noch fitter als immer gestern. Immer gestern war allerdings Aushilfe. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück nach Hanoi, dann verbringen wir nochmal 6 Stunden in Hanoi und dann geht's ab in den nächsten Bus nach Apa Night Bus. Hoffentlich können wir da gut schlafen, weil morgen ist dann Hiking angesagt im Sapa. Und die Sonne kommt raus. Warum jetzt? Dream, I just haven't woke up. It's time to grow up. Hopefully before I blow up. You know what? I'll just keep on giving no fucks. Cause if the living isn't great, then you should probably smoke up. Smoke up. Smoke up. In the merry-go-round. Ja, wir sind gerade wieder in... Machen das die klassischen Touristen in Vietnam. Wir laufen lieber. Ja, wir sind gerade in Vietnam angekommen. In Hanoi. Das hat mich voll rausgebracht. Und wir laufen jetzt ein bisschen durch die Stadt, weil wir nehmen den Nachtbus nach Sapa. Dementsprechend müssen wir ein bisschen müde sein. Hier hinter uns, ja, sieht man so den Touristenaufnahmepunkt für die Faulen. Wir laufen. Und da ist irgendwie so ein Kriegerdenkmal. Letzte Tat, bevor wir nah in den Bus steigen. Okay, duschen und so Zeug, aber Maniküre und Pediküre. Prost.